was braucht der Mensch eigentlich an Technik? Wie muss eine Technik aussehen, damit ich sie intuitiv bedienen kann? Was muss der Mensch dann eigentlich wissen, um überhaupt handeln zu können? Als Wissenschaftler brauche ich immer wieder den Menschen und die Rückkopplung. Der Nutzer soll immer im Fokus unserer Arbeiten stehen. Mobilität ist das Universalthema. Neugierig sein. Ins Fahrzeug, auf die Straße, auf die Schiene. Alles anfassen. Alles probieren. Spitzenforschung muss mutig sein. Es gibt weltweit 3 Labore, die diese Tests durchführen können. Da spielen wir vorne mit. Das ist einfach die Neugierde. Die Möglichkeit, Fragestellungen zu bearbeiten, die anderen verschlossen sind. Gemeinsam können wir was gestalten, was ganz Neues entwickeln. Ich glaube, dass es genau diese Leidenschaft ist, die uns alle hier im DLR zusammengeführt hat. Vom JUCA. Mensch-Maschine-Interaktion. Sensordatenverarbeitung. Blickdatenauswertung. European Train Control System. Kreuzungsassistenz. Diese komplette Kette. Alles selber erfahren. Erleben, spüren. Wir sind die den Verkehr fließen lassen wollen. Vielleicht morgen Menschenleben retten. Dieser Rundumblick. Wir haben ja so die Hubschrauberperspektive auf alles. Die Frage nach der Mobilität bewegt im wahrsten Sinne des Wortes jeden Menschen. Spitzenforschung muss auch Fragen stellen, die vielleicht im ersten Moment keiner hören will. Deswegen müssen solche wilden Gedanken unterstützt werden.